Heute geht's nach Iceland. Ja, Teleport Iceland erwartet mich für 9,99 € aus dem Apple App Store. Das Ding wiegt über 11 GB. Und ich habe ja damals schon Teleport Scotland gezeigt. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und jetzt, wie gesagt, geht's nach Iceland. Also ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Reise zusammen. Ja, ich bin in Teleport Iceland und ich habe damals schon mal Teleport Scotland gezeigt. Da habe ich euch hier oben natürlich angepinnt in den Infokarten. Und jetzt geht es, wie gesagt, nach Iceland. 11 GB auf der Quest 3. Ich bin sehr, sehr gespannt. Scotland fand ich damals sehr, sehr cool. Und wie ihr seht, ich habe keine Controller im Video. Das Ganze geht über Blicksteuerung. So, erster Eindruck. Ja, das sieht schon relativ cool aus. Ist jetzt nicht so mega knackscharf, aber ich komme mir vor, als würde ich hier mitten in eine Pampa stehen. Ne? Ihr seht, Look Up ist Map und Look Down ist Change Location. Also ich bin jetzt hier irgendwo und wenn ich jetzt runterschaue, seht ihr, da ist noch so ein zweiter Punkt. Da, zack. Dann ändert das Ganze jetzt und jetzt stehe ich hier, ja, wieder irgendwo in der Pampa. Und das Ganze ist diesmal animiert. Hier ist ein Wasserfall. Und das sieht schon recht cool aus. Es kommt an Dream Traveler jetzt nicht dran, muss ich sagen. Aber trotzdem, ich mag solche Apps. Guck mal, hinten laufen sogar Leute. Hallo, ich bin auch hier. Ich schaue mir das Ganze hier mal an. Ja gut, das Ganze wird wahrscheinlich so ein Endlos-Video sein. Ah, da sind gerade Leute verschwunden, habe ich gesehen. Die haben sich einfach so ein bisschen aufgelöst. Also ist natürlich so eine Endlosschleife, das Ganze. So, jetzt gucken wir mal in den Himmel. So, jetzt kriege ich hier eine Karte. Und hier steht jetzt meine... Ja, your current location, wo ich mich gerade befinde. More locations coming soon. Dort unten haben wir auch so Sachen. Da können wir Musik mit einbinden, beziehungsweise ein- und ausschalten. Und jetzt kann ich mich hier teleportieren nach, wo ich, was ist das? Havamanganski oder Reykjavik, das kriege ich hin. Wickhofen. Und guck mal, da können wir uns auch was anhören vielleicht. Okay, das könnt ihr euch jetzt hier anhören, ne? Wird euch das vorgelesen? Klappt sehr gut. So, was ist hier mit Gamepad? Ah, guck mal, jetzt habe ich auch hier, wie das Ganze funktioniert. Turn left, turn right, teleport to next point. Das mache ich alles hier mit dem Thumb, das geht. Hide overlays, hold down, voice over, on off. Machen wir mal AX. Ah, guck mal, geht sofort. Okay. Musik on off, BY. Musik aus, geht auch. Und Map on off ist der Trigger. Ah, guck mal. Zack, zack. Also könnt ihr doch auch den Trigger mit, den Controller mit benutzen. So, teleport to random location. Da passiert dann irgendwas, das ist zufällig. Und dann wird man irgendwo hin teleportiert. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal. Was haben wir da noch gehabt? Da haben wir jetzt eine Weltkarte. Ja. Okay, ah, guck mal, jetzt zoomt er das hier so rein. Okay, dauert aber ein bisschen, ne? Iceland, okay, Schottland fehlt. Greenland, Scotland. Ja, Scotland, das gibt's ja, wie gesagt. Wo sind wir denn hier? Uns gibt's nicht. Okay, wir können jetzt hier nur... Was macht er jetzt? Jetzt geht er nach Schottland, oder was? Was habe ich gemacht? Okay. So, und jetzt kommen wir wieder zu der normalen Karte. Das ist natürlich hier Iceland. So, jetzt machen wir die Karte aus. Wie war das hier mit A? Nee, mit... ach, das war die Trigger, ne? So, ich kann mich jetzt hier drehen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwelche Teleportpunkte finden. Also hier ist... Ach, guck mal, ich kann mich nach vorne. Ah, nee, jetzt bin ich irgendwo, ne? Okay. Also gut, das sieht jetzt nicht ganz so mega aus hier vorne. Die Steine, das muss ich sagen. Das habe ich schon mal schöner gesehen. Aber da ist ein Teleportpunkt. Guck mal da. Brauche ich nur drauf gucken. Zack. Musik ist schön. Was ist das? Guck mal, das ist. Das sind so Sterne, ne? Oh, ich kriege nasse Füße hier, guck mal. Gaddafoss, North Island. Okay, das blendet er mal ein und mal nicht. Ne, wie habe ich das gemacht? Weiß ich nicht. Ah, jetzt habe ich wieder die. Karte. So, ich bin da, glaube ich, ne? Okay, was haben wir denn noch? Komm, wir gehen mal nach Reykjavik. Das ist ja bekannter. Okay, jetzt kann ich mir das hier aussuchen. Old Haber, Harper, Sun Voyager. Komm, wir gehen mal nach Old Haber. So, er lädt. Das sieht cool aus. Das sieht richtig geil aus. Das ist schön
wie ich das so kenne von so Apps. Old Haber, Reykjavik. Okay. So. Kann mich hier natürlich auch drehen. Das ist auf jeden Fall 3D. Das ist nicht flach oder so, ne? Aber mir fehlt natürlich jetzt hier so ein bisschen, dass ich mich jetzt hier so ja, bewegen kann, ne? Dass ich mal so die Straße hoch und runter laufen kann. Das ist leider nicht drin, ne? Also hier sind auch keine Punkte. Da ist ein Punkt, wo ich mich teleportieren kann. Guck mal da. Oder auch nicht. Doch. Hat ein Buschel nachgeladen. Ja, jetzt stehe ich hier mitten im Hafen hier. Guck mal, Leute. Das Wasser bewegt sich, ne? Also das sieht schon okay aus. Also wenn man mal wieder ein bisschen auf Reisen gehen will, wenn man sich ein bisschen was anschauen will, hinten laufen Leute. Nur diese Teleportpunkte, die findet man sehr schlecht, ne? Oder es sind keine da. Doch, da ist wieder einer. Man muss schon genau schauen. Ich bin hier wahrscheinlich wieder am Anfang oder bin ich weitergereist? Ich bin weitergereist. Okay. Nee, mir gefällt sowas auf jeden Fall. Ich finde sowas sehr cool. Harper, jetzt bin ich schon in Harper. Kann man da hinten hin? Nee, ne? Das ist immer schade, wenn man irgendwas sieht. Ey, das möchte ich mir gerne mal anschauen und dann geht das gar nicht, ne? Was kann man machen? So, und die Trigger, Grifftaste war einfach irgendwo, ne? So, das ist jetzt Überraschung hier. Surprise, surprise, surprise. Okay. So, und wie war das jetzt hier mit der Karte? Das war Trigger, genau. So, jetzt habe ich hier auch wieder meine Infos. Und ich bin jetzt hier gerade da oben, guck mal da. Was haben wir denn noch? Wick. Da oben, guck mal, das ist voll in der Pampa da. Junior Diff, okay, was haben wir da noch? Kirk Juve. Also ist ein bisschen was drin, ne? Alles hier mit Wasser, ne? Alles sehr, 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 ja, sehr steinig, sehr grün. Guck mal, das sieht doch cool aus hier. Bisschen mal an Strand hier. Okay, auf dem Bild sah das ein bisschen harmonischer aus. Hier, guck mal, das ist so diesig, ne? Hallo, da kommt Wasser. So, ich drehe mich mal ein bisschen, ob hier noch irgendwas gibt, wo ich hin kann. Sehe jetzt nichts. Aber da sind ja hier drei so Pinne, ne? Das heißt, da gibt es auch andere Locations, ne? Das ist aber jetzt ganz anders hier, ne? Jetzt bin ich hier mitten in der City irgendwie. Okay, guck mal, da kann man was zu futtern holen. Ich habe auch Hunger. Ne, von der Optik ist das okay. Also damit kann man wirklich leben. Guck mal, die sind alle nicht geblurrt. Ihr seid jetzt alle im Video, so datenschutztechnisch, ne? Schöne kleine Stadt hier, ne? Komm, wir gehen mal weiter geradeaus. Gucken, was passiert. Okay. Ja, wie gesagt, leider nicht knackscharf. Ich glaube, da wäre vielleicht ein Buschel mehr drin gewesen. Was ist das denn? Guck mal, wie schnell die jetzt waren hier. Was ist da? Pennymarkt? Nee, Pennin. Kenne ich nicht. Ach, da kann man... Hier, guck mal, das ist eine Bäckerei oder was, ne? Kaffeehaus. Kaffeehus. Kaffeehus, Kaffeehus. Gibt es denn noch was, wo man sich teleporten kann? Nee, ne? Oder? Gibt es was? Gibt es was? Nö, ich sehe nichts. Schade eigentlich. Da ist was. Guck mal da. Also wie gesagt, ihr müsst genau schauen, wo so ein Teleportpunkt ist. Ist so ein bisschen ein Suchspiel, ne? Okay, das ist eine Kirche oder was, ne? Ja, ich finde, kann man machen, oder? Möchte jetzt auch nicht zu viel zeigen. Ist ja nur ein erster Eindruck, ob sich das Ding lohnt. Also wie gesagt, am Brink Traveler kommt es nicht dran von der Qualität, leider. Aber ansonsten ist das schon nicht verkehrt. Ich meine, es kostet nur einen Zehner, Leute. So, was haben wir denn noch? Gucken wir mal da. Da ist auch wieder irgendwas in der Pampa. Hier ist sehr viel Pampa drin, ne? Da ist noch was Großes. Diamond Beach. Komm, wir gehen mal zum Diamond Beach. Es sieht alles relativ gleich aus, ne? Okay, hier ist ein bisschen Eis, ne? Was ist das? Ich glaube ja, ne? Okay. Diamond Beach, okay. So, also hier ist man sehr verlassen, ne? Hier auf Island. Ne, Island ist das. Island, nicht Island. Island. Und auch hier gucke ich wieder, ob irgendwo ein Teleporterpunkt ist. Da ist einer. Oh, ja, ist tatsächlich Eis. Jetzt wird mir hier kalt, weil ich kriege gerade kalte Füße. Oh, hier ist aber wirklich nicht viel los, ne? Aber es macht Spaß, die Orte hier zu entdecken, das muss ich sagen. So, was hatten wir noch? Da ist irgendwas mittendrin. Ah, guck mal hier. Da kommt jetzt Wasser aus der Erde hier. Geysir heißt das, glaube ich, ne? Kommt das jetzt da rausgespült?
gesprüht hier oder was? Das wäre sehr cool, ne? Guck mal, 80 bis 100 Grad. Aber da kommt nichts. Aber das ist schon ein Qualm, ne? 80 bis 100 Grad, ne? Kann man schwimmen gehen? Da dampft es auch. Okay, komm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Vielleicht sehen wir hier noch so ein Geysir irgendwie in Aktion. Das wäre sehr cool, ne? Ja, geh mal einer da rein. Kann er sich... Da, guck mal, Leute. Ui. Ja, geil. Guck mal, brauche ich nicht extra ein bisschen nach Island fahren. Island fahren. Ich sage mal Island, ne? Kann ich mir so ein Geysir hier mal vor Ort anschauen? Sehr geil, oder? Ja, ich würde sagen, kann man machen für 9,99 Euro, wenn man gerne mal Island besuchen möchte. Gut, Leute, ich gehe rüber zum Fazit und ich hoffe, das schauen wir uns natürlich noch gemeinsam an. Es kommt leider nicht an Blink Traveler heran, das muss ich leider sagen. Also hier hätte ich mir ein bisschen mehr Schärfe gewünscht, aber trotzdem sah es sehr, sehr cool aus. Ich kam mir auf jeden Fall so vor, als wäre ich an diesem Ort. Der Geysir, der ist mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben, das war sehr, sehr cool. Klar, diese Filmchen, wenn man in der Landschaft steht, das sind Loops, ne? Die wiederholen sich natürlich irgendwann, aber es gibt einiges zu entdecken. Die Karte war relativ groß, es waren viele Orte drauf, man ist natürlich relativ schnell durch. Und Island, ja, es sieht alles relativ gleich aus, egal wo man da hingeht. Ne? Vieles Küste mit Wasser und so, aber trotzdem ist es eine Empfehlung. Also wer gerne mal auf Reisen gehen möchte und sich Island jetzt so nicht, ja, real leisten kann, wie gesagt, aus Zeit- oder Geldgründen, der darf gerne zuschlagen und mal ein bisschen in diesem Land rumschnuppern. Eure Meinung zu diesem Dingen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Mögt ihr generell solche Reise-Apps oder sagt ihr, nee, das ist dann doch ein bisschen zu wenig immer fürs Geld oder ihr fahrt lieber selber hin oder ihr wart schon mal dort? All das, schreibt das mal hier unten rein, werde ich mir alles durchlesen, natürlich auch beantworten. Jetzt noch raus eine kleine Einladung für unseren Discord-Server. Ja, joint doch gerne. Der Link zu unserem Discord, wie immer hier unten in der Videobeschreibung zu finden oder via-discord.de eingeben. Zack, bekommt ihr eine Einladung und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns natürlich auf euch. Ja, ich gehe wieder weiter, ja, verreisen nach Island. Euch wünsche ich viel Spaß, solltet ihr auch dorthin reisen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen.